Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute aus wieder Hamburg. Ich war heute Vormittag auf der AIX, habe dort einige Kontakte nochmal intensiviert, habe jetzt für euch aber auch schon die News des Tages zusammengefasst. Ein Thema ist eine 777-200LR der Air India, die auf dem Flug von Indien nach San Francisco im russischen Notlanden musste und die Passagiere stecken fest. Dann geht es weiter. Boeing 787 hat wieder Probleme. Die 787 hat weitere Verzögerungen, mit denen sie zu kämpfen haben. Dann haben wir aus der Welt der Meilenpunkte und des Status Qatar Airways. Die haben wieder eine Punkteaktion. Dort gibt es für Qatar Airways Privilege Club Meilen einen 30% Bonus, wenn man sie aus Bankprogrammen konvertiert. Wir haben dann noch ein Thema, was uns als Priority Pass Lounge Priority Pass Lounge Gänger interessiert. Und zwar, es gibt wieder mehr Lounges. Nachdem ja zuerst Lounges weggenommen worden sind, sind jetzt wieder Lounges dazugekommen. Übrigens eine auch in Helsinki. Dann haben wir noch doppelte Accor Meilen. Da gibt es doppelte Punkte für Aufenthalte in Europa, inklusive Israel, aber auch Nordafrika. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen. Und ganz, ganz wichtig, unten zu kommentieren und ein Like dazulassen. Wer heute Abend noch Lust hat, kann auch heute Abend noch zum Stammtisch kommen. In der Hamburger Gruppe hatte ich ja gesagt, wer mich heute treffen möchte, kann ja einen Ort vorschlagen. Dann können wir mal gucken, ob wir da Leute wieder zusammenkriegen, nachdem wir gestern ja auch einen schönen Stammtisch hatten. Aber Kanalmitgliedschaft, denkt da auch dran. Das erste Thema ist die Air India-Maschine. Das ist eine 777-200LR, die geflogen ist. Und zwar ist sie auf dem Weg gewesen von Indien. Zwar ist das der Flug AI173. Und jetzt gucke ich gerade von wo aus Indien. Und zwar von Delhi nach San Francisco. Und da gab es Probleme mit dem Triebwerk, dass man sich zu einer Sicherheitslandung, ich weigere mich dazu zu sagen Notlandung, weil es ist halt einfach nur eine Sicherheitslandung. Man hätte rein theoretisch auch weiterfliegen können. Allerdings nicht so hoch. Und vielleicht auch nicht ganz so weit. Insofern ist es halt eine Sicherheitslandung und die ist im russischen Osten passiert und das nennt sich Magadan. Die Passagiere haben dort eine Situation vorgefunden, wo man sagen muss, dass nicht nur das Licht bei mir den Geist aufgegeben hat. Wieder, ich muss mal gucken mit der Konstruktion. Also unglaublich. Wo man halt im Middle of Nowhere gelandet ist, muss man ehrlicherweise sagen. Und bei dem Middle of Nowhere landen musste man dann in einer Turnhalle jetzt übernachten. Bilder habt ihr ja eingeblendet. Weiter ist es so, dass es natürlich auch ein Tauziehen gibt. Ihr fragt euch, wieso fliegen die über russisches Gebiet? Ja, es gibt Fluggesellschaften, die dürfen das noch. Air India gehört dazu. Und es gab auch gerade auf der IATA-Konferenz in Istanbul darüber von dem Kollegen von der United Airlines, Scott Kirby, etwas, wo er gesagt hat, wir möchten nicht, dass Fluggesellschaften, die nach Amerika fliegen, über russisches Gebiet fliegen. Und da ist jetzt genau das passiert, was er quasi so als Blick in die Glaskugel hatte, als Vision. Und das Problem, fragt euch, warum? Ja, weil amerikanische Staatsbürger an Bord sind. Und in dem Moment kann so etwas zu einer Krise führen im Bereich von diplomatischen Ausmaßen. Weil was passiert mit den Leuten? Wir reden hier, dass auf dem Flug 216 Passagiere, 16 Crewmitglieder sind, man weiß jetzt nicht von der Nationalität. Und Air India schickt auch eine Ersatzmaschine. Das Problem ist aber, dass die Maschine, die vor Ort ist, die ein Ersatzteil braucht oder vielleicht sogar ein neues Triebwerk braucht, nach Russland kein neues Triebwerk geliefert werden darf. Ist ja Embargo. Also damit sind viele Probleme mit einhergehend. Deshalb sollte man Russland als Sperrgebiet sehen für amerikanische Flüge. Das ist das eine. Und das andere ist, was man auch dort gesehen hat, dass die jetzt natürlich die 777-200LR Victor Tango Alpha Lima Hotel ist die Registrierung, wieder sicher rausbekommt. Norwegian kann davon ein Lied ja singen. Norwegian war 2018 bei einer Sicherheitslandung im Iran und hatte die Maschine zwei Monate in Shiraz festhängen gehabt. Heißt also, dass man dort das Triebwerk erst nach langem diplomatischen Tauziehen
hinbringen konnte, dass es unter die Maschine gehängt wurde und die Maschine konnte dann abhauen. Ihr seht also, dass dort quasi ein, ich will nicht so weit gehen, dass das ein Moment war wie in Minsk mit der Ryanair, aber es ist schon ein Problem, wenn man sich das anschaut, dass dort ein Potenzial ist. Und ehrlicherweise, wenn ich zum Beispiel jemand wäre, der Geheimnisträger ist oder sowas, dann ist das ein Big No-No. Und ich glaube jetzt nicht wirklich, dass Geheimnisträger Amerikaner da in Russland jetzt auf einer Air India-Maschine sind, weil die haben eine Policy, dass sie nur mit US-Fluggesellschaften fliegen können und diese und dürfen. Diese sind ja auch quasi für den Luftraum gebannt. Also da ist das kein Problem und auch kein Thema. Also ich glaube, dass das jetzt nicht ganz so heiß gekocht wird. Aber man sollte trotzdem schauen, was dort an Potenzial halt ist. Und ich bin mal gespannt, was mit der Maschine passiert. Ob die wieder bald in Dienst geht oder ob die da jetzt auch mal etwas länger bleibt. Ne? Wo es auch etwas länger bleibt, ist wohl wieder bei der 787. Da gibt es wieder Probleme, Sorgen, Ängste und Nöte. Und Boeing hat halt einen Defekt bei der bei den Produktionsmaschinen gesehen. Und zwar geht es darum, dass das Problem an der Passscheibe im Bereich des Höhenleitwerks ist. Und damit ist es so, dass man dort dann nacharbeiten und nachbessern muss. Es ist jetzt nichts, was sicherheitsrelevant ist. 90 Maschinen sind betroffen. Die Jets vor einer Auslieferung einer Sonderinspektion unterziehen zu müssen, ist natürlich auch uncool, weil das Auslieferung wieder verlängert. Und ich weiß nicht, also es ist nicht sicherheitsrelevant. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwas mit passiert, jetzt oder gleich. Und deshalb weiß ich nicht, ob man solche Meldungen permanent machen sollte. Wasserstandsmeldungen gibt es nämlich beim 320er übrigens auch noch. Und wie lange gibt es die Maschine? Oder bei anderen Flugzeugen, dass dort auch permanent irgendwas geändert werden muss, weil man feststellt, dass irgendwo nicht ordentlich gearbeitet wurde. Und es ist allerdings in der Häufigkeit bei der 787 ein Qualitätsmanagementsproblem. Ich selber, als ich bei Boeing war, habe das Gefühl gehabt, dass man sehr confident, also sehr confident ist in sein Produkt, also sehr vertrauenswürdig ist in sein Produkt. Und ich würde da jetzt gar nicht zu viel hineininterpretieren, weil es gibt ja auch viele Dinge, die einfach ausgetauscht werden müssen nach gewissen Flugzeiten. Und wenn man feststellt, dass gewisse Teile einen schwereren Verschleiß haben, als man dachte, dann werden sie auch ausgetauscht im Rahmen der normalen Wartung. Also da ist jetzt in meinen Augen nicht wirklich viel Problematik. Deshalb lasst uns direkt zum nächsten Thema weiterhuschen. Ich wollte es euch nur der Vollständigkeit halber mitteilen. Dann haben wir heute auch von Qatar Airways Privilege Club, die haben zwischen dem 1. Juni und dem 30. Juni eine besondere Aktion gemacht. Da kann man nämlich bis zu 30% mehr Avios-Punkte bekommen, wenn man die transferiert von bestimmten Banken. Das ist jetzt nicht unbedingt für viele von euch interessant, weil die Banken ja sind, das ist Al-Ahli in Qatar, Ahili Bank, United, Ahili, Oman, American Express, Frankreich und Indien. Ihr merkt, also da gibt es schon vielleicht den einen oder anderen, der in Frankreich eine Amex hat. Bank Saudi, Qatar United, Commercial Bank, CMB, Citibank, Commonwealth, CTBC, Doha, Dukan, Emirates, Islamic, Hana, HSBC in Hongkong, Mexiko, aber auch in USA und Taiwan. Dann die Hyundai-Karte, das ist ja wahrscheinlich dann Korea, Südkorea, Kazikorn, Kuwait, Mashreq ist in den Emiraten, dann Masraf Al Rayyan, Ping in Wallet, QIB haben wir auch im UAE, QIB und QNB, meine ich, habe ich auch gesehen. Und dann die Standard Chartered in Singapur. Was lernen wir daraus? Das heißt also, es macht teilweise auch Sinn, mit Kreditkarten Punkte zu sammeln und dann erst wirklich zu einer Aktion rüber zu tauschen, wie es dann wie bei der Miles & More Karte ist, wenn es Sonderaktionen gibt. Also reintauschen vom Thema her, das Licht wieder, ne? Da muss ich auch eine Sondersendung zu machen. So, jetzt haben wir es wieder einmal. Ups, jetzt haben wir es ein bisschen gelb. Jetzt haben wir Disco, haben wir aus. Es ist auf jeden Fall so, dass man diese Punkte nicht immer umtauschen sollte, wenn man das will, sondern wenn man es braucht oder wenn man es zu solchen Aktionen dann machen möchte. Und das ist in meinen Augen ganz wichtig, dass man diese Sachen immer im Auge behält, weil es wäre doch schade, wenn man diese 30% verpassen würde und damit dann, sage ich jetzt einfach mal,
Meilen auf der Straße liegen lässt. Jetzt, da ist das Licht wieder, alles wieder tipptopp. Kabel hatte sich umgewickelt, als ich es festgedreht habe. Jetzt kommen wir zum letzten Thema. Das lese ich euch auch wieder halb ab. Nee, es kommen sogar noch zwei Themen. Freude, Freude, Freude. Einmal Priority Pass Lounge. Und zwar, die haben jetzt bei Priority Pass, nachdem die Plaza Premium Lounges ja abgehauen sind, konvertiert sind, ist es so, dass es jetzt wieder neue gibt. Denn man muss einfach sagen, die Premium Lounges oder Plaza Premium Lounges haben schon ein größeres Loch ins Portfolio gerissen. Ich persönlich habe mit den Plaza Premium Lounges okay Erfahrungen gemacht. Ich glaube, ich war in Bangkok, war ich in einer. Wo war ich denn noch in einer? Ich war, aber auf jeden Fall, es ist halt eine Lounge und es ist halt schöner, in der Lounge zu heulen, als auf dem Flughafen selber irgendwo in einem Bereich vor den Gates, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und jetzt sind halt 63 dazugekommen, in Afrika zum Beispiel in Addis Abeba, aber lass uns mal schauen, in Kontinentaleuropa ist es ja zum Beispiel in Istanbul, Sabiha Gökçen International, die sind ab sofort verfügbar, auch in den UAE sind wieder welche verfügbar. Wichtig ist, ab dem 20. Juni gibt es dann in Finnland, in Vantaa die Lounge. Und da müsst ihr mal schauen, es gibt jetzt zwei Lounges. Und zwar ist das die ehemalige Lounge, die von SAS war. Heißt also, dass wir da eine zusätzliche haben und in Rom Fiumicino und in Budapest auch nochmal Zugang mit Priority Pass. In Helsinki Vantaa die Lounges sind ja jetzt einmal bei die Aspire Lounge bei Gate 13. Und die zweite, die es gibt, ist bei Gate 27, glaube ich. Heißt also einmal relativ straight, wenn man reinkommt, geradeaus. Und dann die andere ist relativ weit nach rechts, wenn man reinkommt. Dass man damit zum Beispiel, wenn man mit SAS fliegt, weil die haben immer die kleinen Maschinen, die sind ja von Cityline, Cityjet, glaube ich, heißen die. Oder aber auch von Estland, von der X-Fly. Und die Kleinen stehen da halt und deshalb ist diese Lounge dann für uns wesentlich besser. Schade eigentlich, weil früher war es eine SAS-Lounge, dass man halt mit dem Starlines Gold reingehen konnte. Oder wir hatten einen SAS Diamond oder Gold. Also ich kann euch da nur nochmal darauf hinweisen, kontrolliert nochmal, weil Lounges wieder dazugekommen sind. 63 Stück. Coole Sache. Hoffen wir, dass mehr dazukommen. Accor hat auch wieder eine Aktion und da gibt es doppelte Accor-Punkte für Aufenthalte vom 3.7. bis zum 1.9. Und zwar ist es so, dass man da am Wochenende doppelte Punkte bekommt, wenn man 3 Nächte Aufenthalt hat in Europa, aber auch in Israel oder Nordafrika. Und dazu sind Marokko, Tunesien und Algerien diesen Sommer. Ja, also ist es so, dass man bei diesen Aufenthalten in diesen Hotels damit dann doppelte Punkte bekommt, was ich natürlich relativ cool finde, weil es bei Accor ja auch ein Thema ist. Accor-Punkte gehen ja wieder in Punkte, also die gehen so ein bisschen diesen Payback Deal, wo man sagt, das ist der Wert der Punkte und damit hat man bei Accor natürlich dann nochmal einen höheren Kickback. Und ich hatte ja heute auch wieder gesehen, bei uns in dem WhatsApp-Chat hatte ja, glaube ich, Heinrich seine Accor-Platin-Mitgliedschaft bekundet und gesagt, wie zufrieden er eigentlich damit ist. Da bitte ich euch jetzt wirklich einmal unten zu kommentieren, jetzt den Kanal zu abonnieren, Like dazulassen, Glocke anmachen, kommentieren, Kanalmitgliedschaft, ganz wichtig, unten machen. Und wir sind jetzt auch schon fast nach 13 Minuten mit der Sendung zu Ende. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. Etwas zur früheren Zeit heute auch freigeschaltet, weil ich heute nochmal was in Hamburg unternehmen möchte. Also bis dann, danke euch, bis dann, ciao. Und morgen vielleicht aus der Lounge in Helsinki. Ja, da bin ich auch wieder zugegen. Also, seid gespannt. Und es gibt wieder eine neue Folge. Habe ich den Titel schon genannt? Nein, Kanalmitglieder, seid aufmerksam, kommt jetzt morgen oder übermorgen online. Also, bis dann, ciao.